Der Abriss der Wagenremise der ehemaligen Feuerwehr an der Auguststraße hat begonnen. Marthe Meyer, Martin Schiebe und Alwin Schwarzenberg sind damit beschäftigt, für den Monumentendienst die gusseisernen Fenster auszubauen und damit zu sichern. Sie werden am Rodenweg in Schwebeke eingelagert und im Bedarfsfall verkauft, wenn anderorts historische Gebäude saniert werden. Das Trio leistet in diesen Tagen echte Knochenarbeit in dem ehemaligen Lager der Artilleriekaserne, in dem später die Leitstelle sowie die Löschfahrzeuge der Feuerwehr untergebracht waren. Die großen gusseisernen Fenster wiegen rund 120 Kilogramm. 40 Stück gibt es davon, sie sind 2,10 Meter hoch und 50 Zentimeter breit. Die Qualität ist hochwertig, der Rost ist nur oberflächlich vorhanden. Hinzu kommen etwa 90 kleinere Fenster sowie Sandsteinfensterbänke, die ebenfalls vor dem Abrissbagger gerettet werden. Schieb bedauert den Abriss, zumal das Gebäude für das Viertelortsbild prägend ist. Allerdings seien die baulichen Veränderungen an der ehemaligen Wagenremise doch sehr gravierend. 22 Millionen Euro will das Krankenhaus in das Projekt investieren. Auf dem 3500 Quadratmeter großen Grundstück sollen im Ärztehaus 9 Praxen untergebracht werden.